Okay, Ladies and Gentlemen, warum ich das gesagt habe, warum du nicht die richtige findest und was ich damit gemeint habe mit den Frauen. Das Problem in unserer Welt ist heutzutage, dass immer mehr Frauen immer mehr wie Männer werden. Ich sag's einfach, wie es ist. Die Frauen werden wie Männer, die Männer werden wie Frauen, immer mehr Schwule, immer mehr Transgender. Die Welt ist verrückt. Die Welt ist verrückt und jeder, der nicht verrückt ist, und nicht am Rad dreht, hat es schwer. Hat es sehr, sehr schwer. Du willst vielleicht eine normale Beziehung mit einer normalen Person, die down to earth ist, die einfach dich versteht, dir zuhört und dich sieht für das, was du bist oder was weiß ich und nicht so selfish ist und die ganze Zeit nur mi, 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 mi. Und du kannst keinem vertrauen, weil es so viele Arschlöcher gibt oder so viele scheiß Weiber gibt, die dich verarscht haben oder sonst irgendwas. Ich will dir nur damit sagen, konzentriere dich auf dich selbst. Das ist, was ich damit gemeint habe. Konzentriere dich auf dich selbst. Scheiß auf alles. Alles wird zur richtigen Zeit kommen. Das ist sowieso nur, du kannst nichts erzwingen und du sollst auch nichts erzwingen und oftmals deine Gedanken trügen dich und lassen dich irgendwie falsch denken und falsch hoffen und falsch glauben. Und für alle Frauen da draußen, ihr müsst nicht wie Männer sein, ihr dürft Frauen sein. Auch wenn ihr mehr Rechte haben wollt und mehr dies und mehr das und mehr jenes. Seien wir doch mal ehrlich. Eine echte Frau will einen echten Mann und ein echter Mann will eine echte Frau. Nur wie die Lage hier heutzutage ist, es gibt wenig echte Männer und wenig echte Frauen. Das ist, warum nahezu jeder verkorkst ist. Deswegen und für jeden, der die Message jetzt verstanden hat und nicht verkorkst ist, von Grund auf schon, vielleicht hast du sehr viel Scheiß erlebt. Vielleicht bist du sogar durch die Hölle gegangen. Vielleicht hast du Dinge gesehen, die ein normaler Mensch nicht hätte sehen müssen. Und du hast trotzdem immer schon an dich geglaubt und hast gedacht, irgendwas ist hier nicht normal, ich muss was verändern und ich verändere mich und dann verändert sich was und dann verändert sich mein Umfeld und du merkst, du veränderst dich als Mensch, aber dein Umfeld bleibt gleich, die Menschen bleiben gleich. Deswegen sage ich dir, achte mehr auf dich selbst, scheiß auf alles und scheiß auf jeden. Geh deinen Weg, geh deinen Weg. Und für all die Frauen, die sich in Selbstmitleid und was weiß ich alles verlieren und ich brauche mehr Rechte und ich muss eine harte Independent Woman sein, ich bin so unabhängig, ich brauche keinen Mann und ich bin so stolz und dann trotzdem, wenn sie einen echten Mann sehen, werden sie schwach. Deswegen, und das will ich nur damit sagen, so. Jeder soll seine Rolle richtig spielen. Nur was wir hier sehen ist, jeder versucht irgendeine Rolle zu spielen, nur nicht die richtige. Und wenn du ein Mensch bist, du spielst deine Rolle richtig. Du gehst die Dinge richtig an, du laberst nicht so viel, du tust mehr, du kommst ins Machen und es gibt harte Zeiten, aber du wirst nicht schwach, du machst keine dummen Fehler, du machst Fehler, aber machst keine dummen Fehler. Deswegen sage ich dir, wenn du dein Leben bisher weise gelebt hast, leb es weise weiterhin. Sei weise und scheiß auf den ganzen dummen Scheiß, die schon andere Menschen vor dir gemacht haben, die Fehler und was weiß ich, mit falschen Menschen zusammenkommen, nur weil sie irgendwelche Ego-Probleme haben oder sonst irgendwas, weil nur das ist das, was in dieser Welt abgeht. Jeder hat ein Ego-Problem, jeder ist mind corrupted, jeder ist mindfucked. Jeder will irgendwas sein, aber niemand ist was. Jemand, der einen Wert hat und weiß, was er wert ist, braucht nicht rauszugehen und zu prahlen, wie wertvoll er ist. Deswegen sage ich dir, sei vorsichtig. Deswegen, es gibt viele Blender. Kann gut aussehen und was weiß ich. Deswegen sage ich mit Werte und der ganze Scheiß. Du musst das alles verstehen. Du musst für dich selbst denken. Lass dich nicht vom Schein trügen. Nur weil sie schön ist, nur weil sie attraktiv ist, heißt das nicht, dass sie auch loyal ist oder
gute Werte hat. Vielleicht sieht sie weiblich aus, aber redet wie ein Mann. Vielleicht, weißt du, was ich meine? Deswegen betrachte die Menschheit für was sie ist. Lass dich nicht von dieser Illusion, von dieser perfekten Welt verarschen. Deswegen halt die ha Augen offen. Lass dich niemals verarschen. Und pass auf. Und pass auf, mit wem du zusammenkommst. Und das Beste, was du für dich selbst tun kannst, ist, komm noch mehr zu dir selbst. Ganz ehrlich. Deswegen und scheiß auf alles. Gib Vollgas. Peace.